Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Ist Brenntag die bessere BASF-Fragezeichen? Warum suchen wir eine bessere BASF? Weil wir in einem der letzten Videos eine Aktienanalyse gemacht haben zu BASF, fundamental wie immer. Wir haben geschaut, ob es sich bei BASF um ein langfristig erfolgversprechendes Investment handelt. Und ich würde sagen, so in Summe war das Ergebnis relativ ernüchternd. Wir suchen jetzt also eine Alternative zu BASF. Gucken uns Brenntag an, die ja auch im Chemiebereich tätig sind. Und das Ganze machen wir hier im Rahmen der Bestseller Challenge. Warum überhaupt BASF? Weil wir uns im Rahmen der Bestseller Challenge an den am häufigsten anzutreffenden Aktien in deutschen Depots orientieren. Und da ist BASF an Nummer 4. Und insofern gucken wir uns jetzt eben die Chemieaktien an und suchen da nach einem langfristig erfolgversprechenden Investment. Und das Ganze machen wir im Rahmen der Bestseller Challenge. Da holen wir uns nämlich ein Depot oder am Ende wird ein Depot stehen von 10 Aktien. Das ist der grobe Fahrplan. Und wir sind jetzt hier im Chemiebereich unterwegs. Hast du dir jetzt eigentlich schon gedacht? Und mit der Brenntag haben wir eine mögliche Alternative zu BASF. Brenntag war ursprünglich nicht auf meinem Plan oder nicht auf meinem Schirm gewesen. Hat jemand von euch vorgeschlagen? Auf YouTube, da bedanke ich mich an der Stelle für den Input. Deshalb jetzt also Brenntag hat zur Konsequenz, dass, weil wir immer nur zwei Herausforderer anschauen, ist auf jeden Fall so geplant, und dann abstimmen, dass wir nicht mehr beide Herausforderer von hier nehmen können, Simrise und Fuchs Petrolub. Meine Idee wäre, wir stimmen ab, welches jetzt der zweite Herausforderer zu BASF werden wird in diesem Video. Und dann möchte ich mich dann nicht alleine auf Fuchs Petrolub und Symrise beschränken, sondern noch an andere Aktien wie Air Liquide, Linde und so weiter mit reinnehmen, die alle im Chemiebereich tätig sind und auch alle sparplanfähig sind. Ich möchte noch sagen, dass die Bestseller Challenge im Rahmen der Sparplanoffensive läuft. Die Sparplanoffensive wird gesponsert von der Consorsbank. An der Stelle vielen Dank. Und mit beteiligen tun sich Homo Economicus und Talabox. Talabox investiert oder macht das Ganze über ETFs und Homo Economicus, so wie ich, über Aktien. Was wir alle gemeinsam haben, ist, wir wollen alle langfristig investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Wir machen das alle über Sparpläne, das heißt relativ entspannt. Die depotführende Stelle ist immer die Consorsbank in dem Fall. Unser Sponsor. Und ich bin auch Sponsor, nämlich im Rahmen des Starterpakets. Wenn du ebenfalls mitmachen willst, dann kannst du dir, oder brauchst du ja einen Broker. Und wenn du dann das Ganze über das Starterpaket machst, dann kriegst du eine kostenlose Vollmitgliedschaft im Aktienfinder über 90 Tage noch oben drauf. Also das gebe ich dir dann dazu. Denn ich kann das tun. Ich bin ja der Gründer der Seite aktienfinder.net. Das ist ein Aktienscreener und was der genau macht, wie der aussieht, das wirst du noch gleich im Detail sehen, wenn es um die Brenntag-Aktie geht. Genau, und da würde ich sagen, sind wir ja auch schon mittendrin. Hier ist mein Blog auf dem Aktienfinder, auf der Aktienfinder-Webseite. Da habe ich parallel nochmal einen Blogbeitrag zu dem Video geschrieben, kannst du auch nochmal gerne durchlesen. Jetzt aber zu Brenntag. BASF, der Slogan ist We Create Chemistry. Und der Slogan von Brenntag lautet Connecting Chemistry. Also BASF ist in erster Linie ein Produzent und Brenntag ist in erster Linie ein Händler. Die führen also Angebot und Nachfrage zusammen, kaufen die Chemikalien ein und geben die dann weiter, nicht an den Endverbraucher, sondern auch wieder an gewerbliche Kunden, die dann irgendwas damit machen, das Endprodukt quasi herstellen, im Regelfall jedenfalls. Ja, was macht ein Händler so? Er lagert die Ware teilweise ein. Also wenn es eine Bank wäre, dann hieß es Fristentransformation, kauft also in großen Mengen, tut die Mengen dann irgendwie leichter zugänglich machen an die Kunden. Das heißt, und das habe ich hier auch geschrieben, was sie so alles tun, umfüllen, etikettieren, Barkodierung, Palettierung. Sie schippern die gekauften Chemikalien ja sicherlich auch durch die Gegend, um sie dahin zu bringen, wo dann die Nachfrage auch ist. Und sie machen auch das, was ein Händler, wenigstens ein guter Händler, normalerweise tut, nämlich sie beraten. Sie gehen da dann in die Unternehmensberatung hinein. Da habe ich ein schönes Beispiel gefunden im Jahresbericht 2018. Und zwar gab es da so eine Großbäckerei.
Und die haben mitbekommen, dass es eben einen veganen Trend gibt und wollten dann ihr Gebäck veganerfreundlich machen. Das Problem war das Ei. Und das ist eben nicht veganerfreundlich. Sind dann an Brenntag herangetreten und haben Brenntag gefragt, habt ihr irgendwelche Lebensmittelchemikalien, damit wir das Ei als Zutat ersetzen können? Und Brenntag hat eben ein riesiges Sortiment, bietet ein riesiges Sortiment an Chemikalien und verfügt dann zusätzlich auch über das Wissen, wozu diese Chemikalien gut sind und kann dann die Kunden beraten. Beispielsweise diese Großbäckerei. Sie haben dann der Großbäckerei einen Ersatzstoff geliefert, sodass diese Großbäckerei nicht mehr länger auf das Ei angewiesen ist als Zutat und dass sie jetzt eben veganes Gebäck herstellen können. Ich weiß, mir wäre es auch lieber, da wäre ein Ei drinne, anstatt eine Lebensmittelchemikalie mehr, aber es geht hier einfach nur ums Prinzip, ums Verständnis. Darüber hinaus veredelt Brenntag auch Chemikalien weiter und bietet dann die Zutaten oder die veredelten Produkte selbst nochmal als eigene Marke an für spezielle Industriekunden, beispielsweise in der Parfümindustrie oder Kosmetikindustrie. Gut, das wäre ungefähr so das Tätigkeitsfeld von Brenntag als Chemikalienhändler. Und was jetzt interessant ist, natürlich dann die Fundamentalanalyse. Und dann sind wir hier im Aktienfinder genau richtig. Hier siehst du übrigens die Chemieaktien, aus denen wir dann den nächsten oder den dritten oder der zweiten Herausforderer, die dritte Aktie, auswählen werden. Aber momentan geht es jetzt hier rein um Brenntag. Hier oben ja die Kennzahlen. Und da möchte ich dir mal eine Geschichte zeigen, beziehungsweise eine kleine Vorsichtsfalle, aber erstmal müssen wir Brenntag auswählen. Was im Prinzip ja am wichtigsten ist, also sind die beiden Charts, sage ich immer, wenn du eine Aktie suchst, in die du langfristig investieren kannst, um von langfristig steigenden Kursen zu profitieren, dann ist ja immer wichtig, dass die Gewinne steigen, langfristig gesehen. Das ist ja hier erstmal der Fall bei Brenntag. Du siehst, dass der Gewinn pro Aktie steigt. Unterfüttert wird das Ganze hier von steigenden Dividenden. Und der Gewinn, der ist ja das Endergebnis aus Umsatz. Da sehen wir hier wachsende Umsätze. Und dann sehen wir hier stabilen Margen, sodass die Umsätze, also 1 Euro Umsatz mehr Pi mal Daumen, immer gleich viel wert ist. Und wenn dann der Umsatz steigt, dann steigt dann auch der Gewinn und dann auch der Gewinn pro Aktie. Das ist jetzt erstmal positiv, würde ich soweit sagen. Was du jetzt wissen solltest, das ist, dass Brenntag erst seit 2010 börsennotiert ist. Die können also oder konnten auch erst seit 2010 anfangen, Dividende zu bezahlen. Das ist nicht so wichtig. Wichtiger ist aus meiner Sicht, dass wir keine fundamentale Vergangenheit haben für über einen kompletten Konjunkturzyklus, beziehungsweise über einen Konjunktureinbruch. Ich stelle mal den Zoom ab. Und das siehst du schon, wir haben Zahlen schon ab 2008. 2009 ebenfalls, obwohl das Unternehmen damals noch nicht börsennotiert gewesen ist. Und wir sind jetzt hier also in der Finanzkrise 2008, 2009 und da hat Brenntag also Verluste geschrieben, jedenfalls in 2008. Sehen wir hier auch, dass die Nettomarge negativ gewesen ist, die haben wir auch für 2008. Wir sehen hier noch einen kleinen Umsatzeinbruch. Daraus folgt aus meiner Sicht der Dinge, dass Brenntag erstmal ein Zykliker ist, was jetzt auch für mich nicht wirklich überraschend ist. Analog BASF. Das Management von Brenntag selbst behauptet zwar, dass das Geschäftsfeld robust sei, auf dem sie unterwegs wären, aufgrund von Diversifizierung und so weiter. Aber ich denke, wenn man das hier sieht und wenn man weiß, dass die Chemiebranche an sich konjunktursensibel ist, dann halte ich das eher so ein bisschen für Public Relations oder Investor Relations Marketing. Worauf ich jetzt aber auch noch hinaus will, ist, dass diese Kennzahl hier, der Gewinnstabilität, dass die etwas geschönt ist, dadurch, dass wir eben keinen Einbruch haben. Wir fangen im Prinzip am Tief an und von da ab geht es nur noch aufwärts und das spiegelt sich dann hier in der hohen Gewinnstabilität wieder. Mit jedem Jahr quasi ein bisschen mehr Gewinn, so ungefähr. Und das ist etwas irreführend. Deshalb mein Ratschlag auch, sich nie allein auf Kennzahlen verlassen, sondern immer das Ganze hier in Kombination mit den Grafiken genießen, um es auch entsprechend interpretieren zu können. Und hier sehen wir ein gutes Beispiel von Vorsicht Falle, denn wie gesagt, hätten wir hier einen längeren Zeitverlauf mit einem Einbruch des Gewinns, dann wäre auch die Stabilität des Gewinns niedriger. Nichtsdestotrotz, insgesamt würde ich schon sagen,
Ja, man kann es von steigenden Gewinnen sprechen und haben ja auch hier Umsätze, die, soweit wir das jedenfalls sehen, gestiegen sind und die Margen in Summe sind auch relativ stabil. Insofern Ganze erstmal positiv. Gehen wir mal in die Fundanalyse rein und dann schauen wir mal, wie sicher die Dividenden sind. Gedeckt sind sie durch den bilanzierten Gewinn. Einwandfrei. Gucken wir uns den freien Cashflow an. Dann sehen wir, dass der sich etwas unregelmäßiger entwickelt als der bilanzierte Gewinn. Und dass es in einigen Jahren 2010, aber auch 2018 relativ eng geworden ist mit der Deckung der Dividende. Blenden wir den operativen Cashflow zusätzlich ein. Dann sehen wir im Prinzip hier so einen Parallellauf. Und dann sehen wir auch, dass der operative Cashflow eigentlich daran schuld ist, dass auch der Free Cashflow so stark schwankt. Ich habe mal nachgeschaut, was die Gründe sind, indem ich mal 2018 und 2017 verglichen habe. Und das waren im Prinzip die Klassiker, die für eine Änderung des Cashflows verantwortlich sind. Das heißt Änderungen in Lagerbeständen, Änderungen in Forderungen und Verbindlichkeiten. Da wurden zum Beispiel mal Lagerbestände aufgebaut, größere, weil größere Mengen von Chemikalien gekauft worden sind. Die wurden dann bezahlt und dann ist eben viel Geld rausgeflossen. Dann im nächsten Jahr dann, weil du schon viele Lagerbestände hast. Möglicherweise hat man damit gerechnet, dass die Weltkonjunktur anzieht und dass dann entsprechend eine starke Nachfrage ist und dass dann die Basischemikalien teurer werden. Da hat man sich schon mal eingedeckt. Und dann muss man nicht nochmal genauso viel kaufen und dann gehen die Lagerbestände runter und das ist dann Cashflow positiv. Oder wenn du, Beispiel, wenn du jetzt Forderungen nicht bezahlst, allgemein Beispiel, damit man es besser versteht, wenn du jetzt eine Forderung hast und die bezahlst nicht, dann ist es auch Cashflow positiv. Wenn du jetzt Verbindlichkeiten hast, also Rechnungen, die du bezahlen musst, hast die vor dir hergeschoben und jetzt bezahlst du die auf alle auf einen Schlag, dann fließt das ganze Geld aus dem Unternehmen raus, dann ist es Cashflow negativ. Das sind so die Klassiker und die spielen auch hier eine Rolle. Ja, dann aus meiner Sicht kein Grund zur Beunruhigung, sondern es sind eher so, sage ich jetzt mal, so Timing-Effekte. Und über kurz oder lang glättet sich das dann, sodass dann der Cashflow sich auch mit dem bilanzierten Gewinn parallel zu entwickelt. Nur halt so ein bisschen nach oben und unten. So ähnlich wie der Aktienkurs sich zum fairen Wert verhält bei einem guten Unternehmen. Der faire Wert, der geht so von links unten nach rechts oben und der Aktienkurs dann mal oben, geht mal nach oben und nochmal nach unten, Übertreibung, Untertreibung, so frei nach Costolani. Gut, was die Dividende oder die Sicherheit der Dividende angeht, da ist auch dieser Chart ganz hilfreich. Und zwar können wir da die Tilgungskraft uns mal anschauen. Ich will ein bisschen besser zoomen. Hier. Und immer, wenn die Tilgungskraft positiv ist, dann ist die Dividende gedeckt worden. Da war sogar noch was über der Dividende, basierend auf dem freien Cashflow. Hier in 2018, da sehen wir, dass der freie Cashflow 197 Millionen Euro betragen hat. Dividenden sind geflossen für 170 Millionen, waren also noch knapp 27 Millionen über. Das ist dann die Tilgungskraft, die könnte man theoretisch benutzen, um die Schulden des Unternehmens zu tilgen. Jetzt hat sich die Situation wieder etwas entspannt, haben eine Tilgungskraft von 255 Millionen Euro auf die letzten 4 bekannten Quartale bezogen. Außerdem haben wir ja immer noch ein bisschen Cash, weil du kannst ja die Dividende wenigstens theoretisch, wenn es das Management möchte, auch aus der Substanz des Unternehmens bezahlen. Ist natürlich keine Dauerlösung, aber damit könnte man erstmal einer Dividendenkürzung vorbeugen, wenn es denn vom Management gewollt ist. Auch da haben wir momentan 357 Millionen Euro an Cash oder Cash-ähnlichen Bilanzpositionen in Aktiva, überschreitet also die Dividende knapp ums Doppelte. Insofern erstmal die Dividende scheint hier nicht gefährdet zu sein. Auch interessant an der Stelle ist die Schuldensituation. Und da habe ich ja hier die Schuldenquote, die sich einfach berechnet, indem man die gesamte Verschuldung teilt durch die Vermögenswerte, dann kriegst du hier eine Schuldenquote. Und wir sehen hier, dass die langfristig sinkt. Die war hier mal höher bei 96%. Ist dann gesunken. Momentan liegt sie um die 60%. Hier siehst du die Gesamtschulden. Da siehst du, dass die hier gesunken sind. In dem Zusammenhang ebenfalls interessant, im Rahmen des Börsengangs wurden Aktien ausgegeben, das ist hier die negative Rückkaufquote, kam also Geld rein ins Unternehmen. Was hat Brenntag gemacht? Sie haben die Schulden reduziert, sieht man ja hier, die hatten 4,5 Milliarden Schulden und am Ende waren es 3,3
3,5 Milliarden Schulden. Und da liegt natürlich nahe, dass das Geld, was hier durch die ausgegebenen Aktien in das Unternehmen geflossen ist, in den Schuldenabbau dann hier geflossen ist bzw. verwendet wurde. Das ist nett zu wissen. Also Brenntag schaut, dass die Schulden nicht zu groß werden. Und die Schulden in langfristig gesehen, die sind relativ stabil bzw. leicht rückläufig. Was weiterhin interessant ist, das ist das hier. Das ist nämlich der Goodwill. Der ist relativ hoch. Goodwill momentan bei 2,6 Milliarden Euro. Also wird auch als Firmenwert bezeichnet im Rahmen von Übernahmen. Hat das Management beschlossen, die übernommene Firma zu kaufen zu einem höheren Preis, als die Firma laut Bilanzwert gewesen wäre. Wir haben hier also eine gewisse Risikoposition, da wir auch annehmen, dass Brenntag ein Zykliker ist, analog zu BASF. Könnte es sein, dass im nächsten Konjunkturabschwung das Management zur Erkenntnis kommt, dass das ein oder andere zugekaufte Unternehmen doch nicht ganz so viel wert ist, wie man sich erhofft hat. Dann würde das zu Abschreibungen führen. Das würde dann zu einem Einbruch hier im desbilanzierten Gewinns führen. Ging es hier nach unten, dann würde der Kurs wahrscheinlich entsprechend auch leiden. Wäre nicht so schön und die Schuldenquote würde dann in die Höhe gehen, weil die Vermögenswerte nach unten gehen. Das wäre dann alles so die Auswirkung, ist ein mögliches Risiko. Nicht wundern, 30.06.2019, da gibt es plötzlich keinen Goodwill mehr. Das ist, da werde ich immer mal wieder gefragt, wie das sein kann. Ja, ich zeige euch jetzt nochmal hier die gesamten Bilanzpositionen. Du siehst, die Bilanzsumme insgesamt erhöht sich weiter. Der Goodwill ist weg. Der Goodwill ist weg, weil er nicht reported wurde. Da habe ich jetzt auch extra nochmal nachgeschaut. Moment, ich zeige dir nochmal was. Hier. Also Goodwill, Höhe von 2,572 Millionen Euro. Brenntag Geschäftsbericht 2018 hat 234 Seiten. Hier sind sie 2,572 Milliarden Euro. Hier sind sie. Du findest das nicht hier im Quartalsbericht, jetzt Q3 schon draußen, 2019. Da findest du es nicht. Und entsprechend habe ich die Daten hier leider auch nicht verfügbar. Das heißt, wenn das Jahr 2019 dann komplett rum ist, dann gibt es den Goodwill wieder. Zwischen den Quartalen haben wir ihn leider nicht. Aber im Prinzip, du weißt, dass er da ist, ja? Okay. Gut, das wären so die Sachen, die aus meiner Sicht jetzt erstmal wichtig wären. Fundamental gesehen, also das langfristige Gewinnwachstum haben wir. Wir haben aber auch eine kleine Einschränkung, weil wir keinen kompletten Einbruch leider haben. Wir haben hier gewisse Risikopositionen drin, Dividende, Pi mal Daumen war sicher. Dann gehen wir mal zur Bewertung. Da gehen wir erst hier, legen wir die, oder setzen die Dividendenbrille auf. Sehen hier wieder schön zuverlässig steigende Dividenden. Seit 2010 jedenfalls haben dann hier die Dividendenrendite momentan 2,5%. Wir sehen, dass es im historischen Vergleich relativ hoch ist, 2,5% hier. Oft oder teilweise war sie relativ niedrig, gab es nur 1,5%. Dividende war auch schon mal bei 3% hier im September 2011. Auch hier vor kurzem, mal Ende 2018, als die Börsenkurse in kompletten Marktbreite nach unten gegangen sind, gab es auch knapp 3%, momentan wie gesagt knapp 2,5%, aber immer noch relativ hoch. Von da aus scheint die Aktie immer noch günstig bewertet zu sein. Legen wir hier mal so den 10-Jahres-Korridor rein, dann sehen wir, dass die Aktie hier im oberen Bereich vom 10-Jahres-Korridor liegt. Das heißt eben, ja, es wäre dann sozusagen ein Kaufbereich für jemanden, der Kauf und Verkauf einer Dividendenrendite festmacht. Gucken wir uns mal die Bewertung an. Das machen wir mal weg, basierend auf dem bilanzierten Gewinn auch. Das ist ein bisschen aussagekräftiger, nämlich, du weißt, die Dividende finanziert sich aus dem Gewinn, langfristig jedenfalls gesehen. Und den operativen Cashflow, der ist etwas unregelmäßig, deshalb klicken wir den weg. Berechnen jetzt den Fernwert der Aktie basierend auf dem bilanzierten Gewinn, ebenfalls basierend auf der Dividende nochmal. Und dann gucken wir uns mal an, was da rauskommt. Sehen wir hier den langfristigen Kursverlauf und wir sehen auch, dass langfristig oder seit 2014 sich da nicht viel getan hat. Ähnlich wie BASF waren die letzten 5 Jahre kein besonders gutes Investment gewesen. Wenn du ungünstig eingestiegen wärst, im Frühling 2015, da hättest du sogar jetzt Verluste gemacht bei einer Haltedauer von ungefähr 4 Jahren. Nicht schön, trotz der Dividende.
Jetzt wird es spannend. Das ist immer der spannendste Augenblick, wenn wir die fairen Werte drüber legen. Den fairen Wert basierend auf dem Gewinn hier. Da siehst du dann, dass wir teilweise eine Überbewertung gehabt haben von der Brenntag-Aktie. Allgemein hat sich der faire Wert ja kaum bewegt zwischen 2012 und 2017, weil der Gewinn sich in diesem Zeitraum auch kaum bewegt hat. Der Gewinn ist leicht gestiegen pro Aktie von 2,17 auf 2,34. Analog ist der faire Wert gestiegen von 39,50 auf 42,61, macht aber nicht viel aus. Dennoch ist ja der Aktienkurs zeitweise relativ stark gestiegen und dafür gab es eben keine fundamentale Begründung, sodass das auch nicht auf Dauer gewesen ist, sodass der Aktienkurs dann auch wieder zurückgegangen ist. Was interessant ist, ich zoome mich mal ein bisschen näher rein, mache einen Gewinn, doch lassen wir den Gewinn erstmal drinnen. Wir haben hier dann einen Gewinnanstieg, 27% Gewinnanstieg und die Aktie ist dann gefallen, ja? Also genau das Gegenteil von dem gemacht, was man eigentlich erwarten könnte. Aber hier halte ich vor allem dann die Börsenschwäche Ende 2018 für verantwortlich und zum anderen sicherlich auch die eine oder andere Furcht vor einem Konjunkturdämpfer. Wir wissen Handelskrieg und so weiter. Chemie zyklisch, habe ich ja auch versucht schon zu sagen. Und dann denkt man, dass die entsprechenden Prognosen oder Zukunftsaussichten doch dann vielleicht eher negativ behaftet sind. Und so kommt es dann halt zu einem Konjunkturrückgang noch nicht, aber zu einem Preisrückgang, Kursrückgang. Und dann merkt der Markt vielleicht, oh, ist ja doch nicht alles so schlimm. Und dann steigt die Aktie eben wieder. Momentan haben wir einen Kurs von 48 Euro. Als die Aktie mal unten war, war sie unter 38 Euro, ist jetzt also um 10 Euro gut gestiegen. Ganz interessant natürlich jetzt die aktuelle Bewertung. Ist die Aktie über- oder unterbewertet? Momentan wäre der faire Wert der Aktie bei ungefähr 55 Euro. Das ist also eine Unterbewertung, die wir momentan haben. Kurzfristiges Aufwärtspotenzial 14 Euro. Holen wir uns mal den fairen Wert Dividende hinzu. Da wäre dann die Aktie bei 58 Euro fern bewertet. Entspricht ungefähr dem, was wir beim Dividendenturbo gesehen haben, dass wir ja auch überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite haben. Und jetzt haben wir quasi noch den genauen Wert oder fairen Wert der Dividende bei 58 Euro. Wir haben dann laut Prognose hier weiterhin steigende Gewinne. Und wenn wir glauben, dass das auch so kommt und dann mal schauen, wie hoch wir dann die Renditeerwartung wäre, wobei natürlich dann auch der Aktienkurs bzw. der Markt den fairen Wert irgendwann anerkennen muss, damit er auch dahin steigt, dann wären wir wieder bei 14%. Also genau das Gleiche, was wir hier auch hätten. Da haben wir ja 14,1% und hier dann hätten wir auch 14,1% bis 2021, Ende 2021. Da muss man jetzt aber ein bisschen vorsichtig sein. Das ist eben die kurz- und mittelfristige Renditeerwartung basierend auf den fairen Werten. Langfristig würde ich sagen, ist die Renditeerwartung deutlich niedriger. Man sieht ja, die Gewinne, die wachsen jetzt hier auch nicht in den Himmel. Ich würde gefühlsmäßig eher sagen, mittlerer einstelliger Bereich, damit könnte man rechnen, vielleicht zu so 5% oder so im Jahr. Viel mehr, glaube ich, ist auf Dauer nicht drin. Das heißt aber auch, wenn du jetzt eine Einmalzahlung machst, wenn du jetzt einmal überlegst, ob du jetzt in Brenntag investieren möchtest mit einem gewissen Betrag X, dann ist es natürlich schon super zu wissen, dass du hier kurz und mittelfristig mit einer relativ hohen Rendite rechnen könntest, wenn es denn so kommt, wie hier abgebildet. Wenn du jetzt über peu à peu investierst, über Aktiensparpläne, dann ist es auch nett, dass du günstig einsteigst, aber dann relativiert sich die Bedeutung ein bisschen, weil du investierst dann auch hier und den ganzen Monat auch da hinten raus. Auch dann noch, wenn die Aktie quasi den oder der Aktienkurs den fairen Wert eingeholt hat, investierst du immer noch. Und dann hast du ja eben nur noch diese 5%, ich sag's jetzt mal, niedrigere oder die mittleren einstelligen Bereich Renditeerwartung. Gut, so viel zu Brenntag als möglicher Alternative zu BASF, weil mir irgendjemand im Kommentarbereich von YouTube die Brenntag-Aktie an den Kopf geworfen hat und ich erstmal begeistert gewesen bin von der hohen Gewinnstabilität. Dann würde ich sagen, gucken wir mal jetzt gemeinsam, welches die nächste Aktie sein wird, die wir noch in den Ring werfen, gemeinsam mit BASF und Brenntag. Zur Auswahl stehen also Fuchs Petrolub, Linde, den Merger gemacht haben mit Praxair, was das Ganze wieder
schwerer macht zu analysieren. Ich zeige es dir mal. Und zwar, wenn du hier reingehst, zum Beispiel die Umsätze anguckst, dann siehst du hier steigende Umsätze. Und das ist natürlich ein Ergebnis des Mergers von Linde mit Praxair. Das macht das Analysieren nicht gerade einfacher, weil das Unternehmen das heutige Linde quasi nicht gegeben hat vorher. Man muss sich für so eine Analyse also Linde und Praxair im Prinzip angucken. Das ist, naja, egal, wenn ihr es unbedingt wollt, will ich mich dem nicht verschließen. Wir haben noch Air Liquide, ein Franzose. Da kommt natürlich dann die Quellensteuerrückforderung ins Spiel. Wir haben noch Symrise und Covestro. Und eine von diesen Aktien werden wir jetzt quasi in den Ring werfen. Bin ich mal gespannt, welches wird. Stimmt mit ab. Und ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Und dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.